und geguckt, ob da Aluminium drin ist. Und da haben wir teilweise erschreckend hohe Aluminium-Werte gefunden. Also wenn man hier mal reingeht, jetzt wo die Einheiten sind, Mikrogramm pro Liter, also 138.000, 128.000, 122.000 Mikrogramm pro Liter Aluminium. Dann wolltest du, glaube ich, zu Zeolit was sagen, oder? Genau, also Zeolite sind ja pulverisiertes Vulkangestein. Also ich sage immer, das ist der Mercedes unter der Heilerde. Man kann ja auch normale Heilerde nehmen. Die hat ja auch schon Entgiften und bindende Wirkung. Die Zeolite sind halt noch effektiver, haben noch eine größere Bindungskapazität. Und da ist ja immer wieder die Frage, enthalten Zeolite Aluminium und wird es freigesetzt, ja oder nein? Zeolit ist ein Aluminiumsilikat. Das ist ganz klar. Da ist schon von Hause aus Aluminium drin. Die Frage ist nur, bleibt es da drin gebunden oder wird es freigesetzt? Also wenn ich an einem Diamanten, der aus Kohlenstoff besteht, dran lecke, habe ich auch keine schwarze Zunge, weil es einfach so fest gebunden ist, dass der Kohlenstoff da nicht rausgeht. Und bei den Zeoliten ist es halt auch eben die Frage, löst sich da was oder löst sich da nichts? Und da haben wir Zeolite untersucht und haben im Labor praktisch den Mageninhalt simuliert. Also 36, 37 Grad, Salzsäure so dazu getan, dass ein pH-Wert von 1 bis 2 ist. Und dann wurde dieser Überstand dann getestet und geguckt, ob da Aluminium drin ist. Und da haben wir teilweise erschreckend hohe Aluminium-Werte gefunden. Also wenn man hier mal reingeht, jetzt wo die Einheiten sind, Mikrogramm pro Liter, also 138.000, 128.000, 122.000 Mikrogramm pro Liter Aluminium. Also wie kann eigentlich bei dem gleich, also es ist ja einmal das gleiche Produkt, Fox Immun, Toxaprevent, einmal Kapsel und Pulver, so ein großer Unterschied sein? Weiß man nicht, ob die Kapsel halt irgendwie eine andere, na gut, die wurde ja wahrscheinlich aufgemacht, aber es ist ja ähnlich, 138.000, 128.000, das ist ja statistisch, ist jetzt kein Riesenunterschied. Nee, ich meine darunter, bei Fox Immun, da ist ja einmal 122.000 und dann 81,8. Genau, da wurde die Kapsel aufgemacht und das reine Zeolitpulver untersucht und da kam diese Riesenmenge. Und dann, die Firma hat sich mit diesem Thema beschäftigt und weiß, dass durch den sauren Mageninhalt Aluminium freigesetzt wird. Und die haben dem Mittel gleich Magnesium und Calcium ein bisschen zugesetzt, um den pH-Wert zu erhöhen. Mhm. Und dadurch durch die Erhöhung des sauren pH-Werts auf einen pH-Wert von 5 bis 7 wird eben kein Aluminium herausgelöst. Und deshalb sieht man diese krassen Unterschiede, dass das praktisch hier basisch ist und dadurch das Aluminium im Zeolit gebunden bleibt. Und das ist halt da der Riesenunterschied zwischen diesen beiden Proben. Nochmal. Wenn man jetzt die Kapsel schluckt, dann löst sie sich ja eigentlich nicht im Magen auf. Das ist ja jetzt hier nur im Labor. Sprich, die Kapsel kann man schlucken und sie löst sich erst im Darm auf, wo es basisch ist und da wird vermutlich kein Aluminium freigesetzt. Bei Pulvern ist es halt eben dieses Problem. Und hier, das kann man anfordern, zum Beispiel bei Froximun, die haben sich damit beschäftigt, sagen auch, klar, es wird hier Aluminium gebunden durch das Mittel und haben dann auch hier das genau geschrieben, dass magensaftresistente Kapseln gut sind oder dass sie diesem Clinothiolit, also dem Zeolit, eben hier Calcium und Magnesium zusetzen. Und dadurch wird eben im sauren Mageninhalt
ein Aluminium freigesetzt. Und diese Forschung, von denen können wir uns halt zunutze machen und einfach an dem Zeolit, wenn wir es nehmen, ein ganz bisschen Natriumbicarbonat, also weiß ich, Kaisernatron oder sowas zusetzen. Ja? Dann ist man auf der sicheren Seite. Wir wissen jetzt aber auch gar nicht, hat es eine klinische Relevanz. Also wir haben das jetzt zwar im Magen hier festgestellt, aber es ist ja nicht in unserem Körper passiert, sondern im Labor. Mhm. Wenn das jetzt in den Darm geht, wo dann die ganzen Enzyme der Bauchspeicheldrüse, der Galle und so weiter und der Leber kommen, vielleicht wird es sofort wieder neutralisiert und zurückgebunden. Also wir wissen nicht, ob das klinisch überhaupt wichtig ist. Also mit auch Christian Opitz habe ich mich drüber unterhalten. Er meint, nö, also er sieht da überhaupt gar kein Problem. Das zeigt sich eigentlich, dass es in der klinischen Anwendung so gut vertragen wird, dass wir uns eben nicht damit vergiften, also revergiften. Trotzdem ist es halt einfach interessant. Und ich empfehle den Leuten entweder dann Kapseln oder, wie gesagt, einfach ein bisschen Basenpulver dazu zu machen, um auf der sicheren Seite zu sein. Weil eine Aluminiumbelastung, die merkt man ja nicht sofort. Das kann sich ja über Jahrzehnte irgendwo anreichern und dann wissen wir nicht, ob das dann doch Schäden macht. Andererseits der bekannte Zeolit-Befürworter hier, Professor Hecht, der nimmt da seit Jahrzehnten Zeolit und ist topfit. Also klinisch sehen wir, dass es eigentlich gut vertragen wird, auch über Muskeltests. Kinesiologisch ist es gut verträglich. Die Forschung ist hier interessant und immer wieder Thema. Deshalb rate ich einfach dazu, ein bisschen Basenmittel dazu zu geben, wer sich da unsicher ist, sozusagen. Ich muss noch ein paar Mal nachhaken, weil das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis. Die Aluminium-Silikat-Verbindung könnte eventuell aufgebrochen werden durch die Magensäure. Das heißt, ich habe dann quasi vereinfacht gesagt, freies Aluminium. Richtig? Oder ich habe dann. Weil das nicht mehr ans Silizium, an das Silikat sozusagen gebunden ist und das könnte dann im Körper rumschwirren und Probleme verursachen. Theoretisch. Theoretisch, ja. Mhm. Theoretisch, ja, okay. Und das von dem Professor Dr. Karl Hecht kenne ich auch. Gestern hat er es wieder, gab es wieder so ein Video genau zu dieser Thematik und er kommt halt zu dem Schluss, nee, ist das sicherste überhaupt, überhaupt kein Problem und so weiter und so fort. Ich habe aber auch schon andere Leute hier für diesen Kongress interviewt, zum Beispiel die Dr. Leonie Narberger, die in der Praxis von Dr. Joachim Mutter arbeitet und auch der Dr. Mutter, den interviewe ich nachher auch. Und die haben eine sehr kritische Meinung zu dem Zeolit. Sie haben festgestellt, so einfach von der Erfahrung und durch Messungen, dass Leute, die viel Zeolit nehmen, häufig dann im Nachhinein eine sehr hohe Aluminiumbelastung haben. Sie können es jetzt auch nicht beweisen, so, also ob es jetzt wirklich die Kausalität ist, aber ich finde es prinzipiell auch spannend und auch in Kombination mit dem, was du hier so vorlegst. Also im Endeffekt weiß man das noch nicht genau und wer auf Nummer sicher gehen will, der nimmt ein bisschen basisches, also wie zum Beispiel Natron dazu. Genau, das braucht nur so eine Messerspitze sein, ja. Also man kann sich ja so pH-Papier in der Apotheke holen oder im Internet bestellen, dann einfach diesen Streifen da reinhalten, wenn der pH so zwischen 5 und 7 ist. Also, nee, eigentlich muss der pH-Wert so 7, 8 sein, damit es dann mit der Magensäure zusammen ausgeglichen ist. Also das ist das Einfachste. Genau. Okay, gut, und ja. Vielleicht noch dazu kurz. Diese Messerspitze Natron wird jetzt keinen negativen Effekt auf die Magensäure haben, weil es wird ja auch davor gewarnt, viele empfehlen ja irgendwie standardmäßig Natron einzunehmen, um den Körper basisch zu machen. Das kann ja auch Probleme verursachen in Bezug auf die Magensäure, oder? Aber bei diesen kleinen Mengen kein Problem. Ja, man sollte es natürlich dann nicht direkt vom Essen nehmen, ja. Wenn man da seine Magensäure neutralisiert und zum Essen, um Proteine zu verdauen, braucht man die Magensäure. Da würde man es dann eine Stunde vor der Mahlzeit nehmen oder zwischen den Mahlzeiten, dann ist das kein Problem. Okay,